Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Anleitungsvideo, wie richte ich das neue Portable falsch, das neue Freeplane auf meinem Rechner ein, beziehungsweise auf meinem USB-Stick. Dazu schauen wir mal in das Portable Apps Menü hinein. Da habe ich unter Office ja das Freeplane drin. Das ist die alte 2.1.2.19 Beta. Es gibt inzwischen eine neue Version und die wollen wir jetzt mal installieren. Voraussetzung für eine Installation bzw. auch eine komplette Neuinstallation von Freeplane ist natürlich, dass wir vorher das JPortable installiert haben, also die Java-Umgebung für die Portable Apps Plattform. Dazu gehen wir in die Programme von der Portable Apps Plattform. Öffnet sich Portable Apps Directory, heißt das Programm. Und hier können wir ziemlich weit unten unter Werkzeuge, Werkzeuge in der Kategorie Werkzeuge, diese JPortable herunterladen. Bitte auch nur das einfache JPortable, nicht das JPortable 64, das unterstützt nicht alles. Reicht völlig aus, das hier lassen wir bitte links liegen. Nur JPortable abhaken, auf Weitergehen installieren. Dann sind die Voraussetzungen gelegt dafür, dass wir das neue Freeplane auf den USB-Stick bringen können. Das Freeplane wird leider nicht direkt von der Portable Apps Plattform unterstützt. Das müssen wir uns im Internet holen. Dazu gehen wir auf Freeplane Portable Download, so wie ich das hier jetzt eingetragen habe. Der erste Eintrag bezieht sich auf die Freeplane-Plattform, die bei einer Sammelplattform namens SourceForge gelagert ist. So, hier haben wir also die Anleitung. Wie müssen wir vorgehen? Wir müssen also erstmal dieses Portable Java runterladen. Das haben wir gerade gemacht und installiert hoffentlich auch schon. Jetzt können wir also den Download starten hier. Und da gelangen wir hier in eine Liste von down zu loadenden Programmen und hier brauchen wir Freeplane Portable, PAF, das ist speziell für die Portable Apps Plattform. Anklicken, herunterladen. Und ja, wo laden wir es hin? Ich lade es jetzt mal direkt auf meinen USB. Stick. Ja. Speichern. Das geht relativ schnell. Ein Doppelklick startet das Programm, das die Portable Apps Plattform jetzt auf unseren Computer einrichten wird. Wo ist es? Da ist es. Eventuell versteckt sie es hinter einem anderen Fenster. Mal nachschauen. Ja, wir wollen es auf Deutsch. Okay. Weiter. Annehmen. Jetzt ist hier wichtig, wo soll es hin installiert werden. Dazu gehen wir also auf Durchsuchen. Ich möchte es in einen bestimmten Ordner. Also wir wählen in der Regel nur das Laufwerk aus oder den Portable Apps Ordner in der Portable Apps Plattform, in den es installiert werden soll. Hier ist schon das alte Freeplane drauf noch und ich werde jetzt hier das neue drüber installieren. In der Hoffnung, dass das neue das alte einfach ersetzt. Ansonsten würde es sich natürlich empfehlen, vielleicht doch erst die alte Plattform zu deinstallieren. Würde dann so aussehen, dass wir also zunächst, bevor wir die Neuinstallation vornehmen, rechte Maustaste deinstallieren, würde das alte verschwinden und wir könnten das neue ganz sauber installieren, würden allerdings natürlich auch alte Mindmaps und so weiter vielleicht einbüßen dabei. So, das war's schon, fertiggestellt und ich kann das jetzt ausführen.
Schauen wir, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Da haben wir den Splash Screen und da haben wir schon das neue Portable Apps zu erkennen an diesem neuen Symbol hier oben links mit der entsprechenden Vorgabe. So, das wäre es also schon gewesen. Ja, und weiter geht es dann mit den Informationen, wie erstelle ich mit Hilfe dieser Plattform eine einfache Mindmap zunächst und wie arbeite ich dann auf dieser Plattform. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, auch hier nochmal natürlich nachzulesen. Zunächst muss die Portable Apps Plattform installiert sein auf dem USB-Stick, dann sollte man natürlich das Portable Java installiert haben, was bei den USB-Sticks von der Schule schon drauf ist. Und dann sollte man sich das Freeplane herunterladen und dann ist es natürlich leicht auf dem USB-Stick installiert, so wie ich das gezeigt habe. Aufpassen, dass es in den richtigen Ordner installiert wird und dann kann man es mit der Portable Apps Plattform leicht verwenden. Also viel Spaß beim Installieren von Portable Freeplane.